So, sein nächster Schritt in deine Richtung, das wollen wir uns heute mal anschauen in diesem Kartenorakel, in diesem Liebestarot. Gibt es den? Wie schaut der aus? Plant der schon was? Wenn du also gerade das Gefühl hast, in der Liebe ist es etwas komisch, aber dein Wunschpartner ist irgendwie nicht da, aber auch nicht ganz weg, sondern da ist noch irgendeine Anhaftung, eine Verstrickung, Gefühle. Du kannst das ja mit deinem Bauchgefühl eigentlich schon spüren. Frauen haben immer ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, dann bist du hier genau richtig, weil wir einfach mal schauen wollen, welchen Schritt in deine Richtung gibt es denn jetzt da als nächstes? Was ist da so ein bisschen in seiner Energie zu sehen in Bezug auf dich? Wie kannst du das wahrnehmen? Wie kann das aussehen? Das ist natürlich eine Frage, ja, die man sich schon immer stellt, gerade wenn es rund um Herzschmerz, Sehnsucht, Liebeskummer und viele, viele Fragezeichen im Kopf geht. Dafür bin ich ja dann da. Von daher, ja, herzlich willkommen auf dem etwas anderen Kartenlegekanal Angel Readings und schön, dass du da bist an diesem schönen Samstag. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was geplant für heute. Etwas, was dir gut tut, was dich vorwärts bringt, was dir Freude macht natürlich. Ja, ich werde heute mal mit meinem Sohn nach Forchheim fahren. Wir schauen uns den Verkehrsübungsplatz an. Der junge Mann, der kann ja Ende des Jahres auch schon langsam anfangen mit seinem Führerschein. Da gibt es ja dann das betreute Fahren. Na, und da, ja, bin ich dann alle 2 Samstage oder jeden zweiten Samstag auf einem Verkehrsübungsplatz unterwegs. Das ist immer vollkommen witzig. Ich habe mir ja auch mal eine Vlogging-Kamera gekauft. Vielleicht filme ich es dann auch mal. Aber es macht mir Spaß. Da freue ich mich dann nachher schon drauf. Und von daher, ja, fangen wir jetzt an. Wir schauen mal in die Karten rein. Was ist denn da so zu sehen bei ihm, bei dir? Sein nächster Schritt. Bist du da mit deinen Antennen auch in der richtigen Richtung unterwegs? Das wollen wir anschauen. Natürlich hier am Kanal. Also da mache ich mich mal klein. Ach, jetzt habe ich gleich wieder das Problem. Es gibt keinen Platz für Patrick. Wir schauen mal. So. Okay, also gut. Wir legen jetzt mal euch beide natürlich raus. So, einmal er, einmal du. Dann, ja, wollte ich sagen, machen wir wieder die neue Liegetechnik. Die macht auch Spaß. Man muss ja immer mal ein bisschen was neu machen. Die Frage kam natürlich auf in Anfragen für persönliche Readings, ob ich auch diese YouTube-Liegetechnik machen kann. Selbstverständlich kann ich das machen. Ich richte mich da komplett nach dir. Und wenn du gar keine Idee hast, welches Reading für dich das Passende ist für deine Situation, du kannst dich selbstverständlich auch gerne vorab erstmal bei mir informieren. Na, meine Nummer ist ja immer in der Infobox. Schreib mir eine WhatsApp, schick mir eine Sprachnachricht. Wenn du nicht wirklich weißt, welches Reading ist denn da passend für dich, dann helfe ich dir dann natürlich und berate dich dann auch. Und wenn du dann sagst, nee, doch nicht, ist auch überhaupt gar kein Problem. Oder du kannst dich auf meiner Homepage umschauen, angel-readings.de. Da erkläre ich auch nochmal alles. Aber wir wollen schauen, welche Energie ist denn da jetzt generell bei euch so zu sehen momentan in Bezug auf den nächsten Schritt in deine Richtung. Ja, hier wollen wir natürlich mal schauen, was geht denn in seinem Kopf vor. Ist immer interessant, mal zu schauen, was geht denn im Kopf des Mannes eigentlich so vor. Ja, da gehen manchmal ganz, ganz komische Dinge vor sich, weil wir wissen ja, oder ich als Mann kann dir das sagen, Männer sind immer ganz schön viel am Denken. Ne? Denk, denk, denk. Wenn der Denkapparat mal angesprungen ist da oben, dann ist der Mann auch gut mal in der Lage, Dinge zu zerdenken, bevor sie vielleicht losgehen. Das habe ich ganz, ganz oft den Fall. Ja, da lernt man sich kennen, da wird der Kontakt mehr. Da ist schon so der Flair von, ja, das könnte vielleicht eine Partnerschaft werden. Ja, und dann wird es auf einmal weniger. Ne? Dann hört man nicht mehr so viel, dann sieht man nicht mehr so viel, dann kommen irgendwelche Ausreden. Das ist immer leider das gleiche Lied, aber da muss man natürlich schon auch mal speziell reinschauen, was ist denn da ganz genau bei ihm los. Aber wir wollen jetzt noch Klärungskarten haben hier für die Gedanken, für die Gefühle. Hier natürlich auch bei dir. Wir schauen hier am Kanal immer, was ist denn noch hier auch gut für dich? Na, weil es mir immer wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du Tendenzen, Impulse hast, Hinweise hast. Was kannst du für dich tun, damit es dir gut geht? So, und dann haben wir jetzt hier ein wunderschönes Deck und mit ohne Deko. Das heißt also, da wollen wir noch mal Dekoration haben.
So, also wir wollen schauen. Ach, schaut das nicht schön aus? Also, wenn dir meine neue Legetechnik und meine Dekoration gefällt, dann zeig es mir mal gern mit einem Daumen hoch oder schreib mir gern mal in die Kommentare, wie du das so findest. Ich finde es besser jetzt, erstmal alles hinzulegen und dann aufzudecken, wie wenn ich Karte für Karte für Karte mische. Also, ich finde es besser. Und wir schauen jetzt rein. Was kann dein nächster Schritt, sein nächster Schritt in deine Richtung sein und welche Energie umgibt euch denn da überhaupt? Aha, da ist der Teufel gefallen. Ja, den hat man schon lange nicht mehr. Der Teufel, der steht natürlich auch für Abhängigkeiten. Ja, der steht für Verstrickungen. Der steht für, ja, dass man irgendwie nicht wirklich voneinander loskommt. Und da haben wir schon den ersten Hinweis im Deck, dass er ja vielleicht in seinem Leben immer dachte, na ja, ich ziehe mich halt einfach zurück und Punkt. Aber irgendwie hier bei euch beiden ist eine ganz schön krasse Abhängigkeit da, weil man sieht es ja an der Karte ganz gut. Die beiden Menschen, die Ketten sind recht lose, am Arm auch. Man könnte sich die Kette abnehmen und gehen, aber da ist eine Abhängigkeit da, die es ihm nicht möglich macht, sich komplett von dir zurückzuziehen. Ja, das war seine Fehlanzeige. Wenn er gedacht hat, ja, ich kann mich jetzt hier zurückziehen, ich habe es letztens im Video schon gesagt. Wenn sich dein Herzblatt im Kennenlernen oder anfangs der Partnerschaft dann plötzlich wieder zurückzieht, ist das meistens so bei Männern, also meisten Männern, nicht alle, dass dann auf einmal der Gedanke kommt, ach, das Kennenlernen war gut, die Frau ist gut, aber Moment mal, ich muss ja jetzt in eine Partnerschaft gehen. Ich bin ja auf einmal jetzt Partner, ich habe Verantwortung, ich kann vielleicht Dinge nicht mehr so machen, wie ich sie vorher gemacht habe. Denk, denk, denk und du merkst schon, da springt schon der Denkapparat des Mannes an. Also ich sehe schon hier eine Abhängigkeit von dir, vielleicht auch deine Abhängigkeit so ein bisschen von ihm, weil ich gehe mal von aus, du hast Sehnsüchte, Vorstellungen, vielleicht auch Liebeskummer und oder Ratlosigkeit, na, also auch Hilflosigkeit, wenn du an ihn nicht mehr rankommst, um zu erfahren, was er denn jetzt da so ganz genau hat. Aber man kommt nicht voneinander los, weil diese Karte ist für beide. So, wir wollen natürlich jetzt mal gucken, was geht ihm denn da gerade so im Kopf herum? Sein nächster Schritt in deine Richtung, was ist denn das? Okay, naja, wir haben es ja gerade schon thematisiert beim Mann, das Denken, und da haben wir jetzt hier oben auch schon den Mond im Deck. Der Mond, die Gedanken, die Ängste, die Wünsche, die Psyche, die Emotionen, die Intuition, alles, was in ihm drin vorgeht und natürlich in der Gedankenebene. Ist der Mond auch die Karte fürs Denken? Ich sage immer, das ist die Denkekarte. So, es geht um seine Gefühle auf jeden Fall. Ass der Münzen, natürlich auch eine Karte für die Chance auf Glück und Liebe. Also, wenn ich in seinen Kopf gerade reinschaue, dann habe ich schon wieder vorm Kartenreading die richtigen Impulse bekommen, wo ich gesagt habe, dass er im Kopf wahrscheinlich noch am Denken ist und jetzt auch in die richtige Richtung denkt. Endlich, na? Denn hier geht es um die Chance auf Glück und Liebe. Also er hat vielleicht auch schon diese schönen Momente, die ihr beide durchaus ja miteinander hattet. Die Gespräche, die WhatsApp-Nachrichten, vielleicht auch ein Treffen, das es schon gab. Das kommt jetzt hoch. Das Gehirn erinnert sich auf einmal an die schönen Dinge, die er da mit dir genießen durfte. Es sind auch Gefühle da in seinem Kopf. Denkt er wahrscheinlich auch drüber nach. Ja, Gefühle haben sich ja schon entwickelt. Und jetzt habe ich natürlich hier ganz, ganz viele Gedanken rund um das Thema. Ja, wie geht es denn da jetzt wieder vorwärts? Oder was könnte ich denn da machen? Denn das sind Gefühle. Und er weiß auch, dass er die Chance hat, mit dir in die Partnerschaft zu gehen. Das heißt, er weiß schon, dass du was von ihm willst. Na, das ist manchmal nicht so eine gute Ausgangsposition, weil wenn der Mann weiß, die will ja eh was von mir, dann ist die auch manchmal ganz schnell schon uninteressant. Also für dich natürlich auch ein Thema, mach dich mal interessant. Ja, zeig ihm, dass er dich eben nicht haben kann, wenn er will. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich auch immer in meinen Readings mitgebe oder gerne mal mitgebe. Gib ihm bloß nicht das Gefühl, dass er dich haben kann, wann auch immer er will. So, wir schauen mal bei dir in die Gedanken hinein. Was sieht man denn da so? Das ist jetzt das Ass der Kelche. Zwei Asse in der Gedankenebene. Okay, Ass der Kelche ist auch die Chance auf Erfüllung, Frieden und Liebe. Das ähnelt sich schon ein bisschen, diese beiden Karten. Also kann ich bei euch beiden schon wahrnehmen, sowohl du bist der Meinung, da gibt es eine Chance für euch und er auch.
Also, wobei bei dir natürlich der Berg jetzt hier mittendrin ist. Ja, klar, das sind die Hürden, die Schwierigkeiten, das sind die Blockaden, wo ich dir sagen kann, ja, da nehme ich schon wahr, dass du gerade so ein bisschen deine liebe Not hast, wenn es darum geht, vielleicht an ihn ranzukommen, ein Gespräch mit ihm zu führen, ihn irgendwie auch zu erreichen. Na, vielleicht blockt er ja auch gerade ab. Aber was da passiert bei ihm, ist schon interessant. A, kommt er nicht von dir weg. B, geht es in seinem Kopf schon. Okay, da gibt es ja eine Chance auf eine schöne Partnerschaft, bei dir auch. Und hier geht es schon darum, dass ihm auffällt, ach ja, ich hatte ja da Gefühle. Sondern die kann man natürlich nicht einfach so abstellen. Und da drehen sich seine ganzen Gedanken gerade rum. Bei dir natürlich auch hier schön der Anker. Das ist das Ankommen in der Liebe. Das ist die Stabilität. Ich glaube mal in deinem Kopf, wenn ich reinschaue, du weißt schon, da gibt es noch eine Chance. Ich glaube, du weißt schon, dass er nicht einfach so von dir ablassen kann. Da ist schon eine Anbindung da. Und da ist auch eine, ja, das Ankommen vielleicht, dass man beieinander doch nochmal wieder ankommt. Also sehr, sehr gute Energien. In der Gedankenebene ist ja bei ihm jetzt nicht so selbstverständlich, weil meistens ist da ja immer Tohu Wabohu in der Gedankenebene. Aber wir schauen jetzt mal in die Gefühle hinein. Was fühlt der denn da? Was sagt ihm denn sein Herz in Bezug auf seinen nächsten Schritt in deine Richtung? Ah ja, und okay, da haben wir schöne Karten. So, erstmal 10 Kelche, natürlich super Karte. Das ist die höchste Kelchkarte, die 10 Kelche. Das ist Wunscherfüllung, Zufriedenheit. Das ist eigentlich die höchste Liebeskarte. Also ja, Gefühle, Liebe ist auf jeden Fall da. Die Maske sagt mir, wenn die Sense drauf zeigt, dass er auch fühlt, dass er sich hier etwas vorgemacht hat, wenn er dachte, er könnte sich von dir zurückziehen. Also wenn du das Gefühl hast, naja, der hat sich zurückgezogen, aber der hat hundertprozentig noch Gefühle, die können ja nicht einfach so verschwinden, dann bist du hier genau richtig, weil ich dir sagen kann, das stimmt. Hier sind Gefühle, hier ist Liebe, hier ist Gefühle, hier die Sense, die zeigt hier auf die Maske drauf. Also wenn er dir etwas vorgemacht hat, von wegen ich ziehe mich zurück, ich will das nicht mehr, dann hat er sich da selbst belogen, dann hat er sich da selbst betrogen. Ja, mit der Sense, das zeigt immer an, hier geht was zu Ende. Und wenn die Sense auf die Maske zeigt, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Sache, weil dann wird ihm auch in seinen Gefühlen klar, da ist Liebe da und die haben wir ja hier oben schon gesehen. Also ich glaube, sein nächster Schritt ist zumindest schon mal der, dass er sich Gedanken darüber macht, wie er diese Chance aufs Wachstum im Glück und in der Liebe umsetzen kann. Ich glaube, sein Herz hat bei ihm angeklopft und hat gesagt, hey, hey, Kollege, wie schaut es denn aus? Könntest du auch mal in dich hineinfühlen, statt nur so viel zu denken? Na, obwohl die Gedanken da oben sind ja eigentlich auch ganz gut. So, natürlich wollen wir gucken, was macht das mit dir, denn auch in der Gefühlsebene, da haben wir jetzt die 9 der Münzen. Die 9 Münzen, das ist ja, Erfolg, Anerkennung, Glücksfall. Also ich denke mal, dein Herz möchte schon seine Anerkennung haben. Logisch, dass man da sagt, ja, das ist auch ein Glücksfall für dich. Ja, die 9 Münzen, das ist auch so eine Karte für Geschicklichkeit. Also in deinem Herzgefühl geht es auch so ein bisschen um das Thema, wie stelle ich denn das jetzt ganz geschickt an, dass hier die Dinge wieder laufen. Ich glaube, dieser Rückzug oder diese Funkstille oder was auch immer da bei euch war oder dieses zähe Vorankommen nutzt er hier zumindest mal schon ganz gut, ne? Dass er erkennt, ich komme ja gar nicht von dir weg. Oh, Moment mal, ich habe ja hier Gefühle festgestellt. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich habe mir ja die ganze Zeit etwas vorgemacht, ne? Ja, und du denkst dir, ja, cool, wie kann ich das jetzt am geschicktesten anstellen? Ich würde dir hier raten, auf vielleicht mal nichts zu machen, dich vielleicht auch mal, na, vielleicht nur minimal bemerkbar zu machen, sei es ein Like, ein Herz irgendwo in den sozialen Medien, irgendwie, dass du dich mal in Erinnerung rufst, weil ich glaube, der braucht dir nur noch so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung, der ist wirklich kurz davor, sich bei dir zu melden. Also viel braucht es nicht mehr, weil in deinen Gefühlen sehe ich es auch, du fühlst und spürst das ja auch, dass da noch was ist, dass da noch was kommt. Denn die Welt, das ist die Vollkommenheit, das ist das Ankommen, das ist ein Kreis schließt sich, ein Zyklus beginnt, das ist Harmonie mit der Liebe dabei, also in deinem Herzen.
schaut es absolut so aus, dass du zuversichtlich bist und sagst, sagt dein Herz, ja, das wird schon wieder. Ich kann das fühlen, ich kann das spüren. Der ist hier einfach nur momentan komplett von der Rolle. Na, aber die Rolle rollt in die richtige Richtung, wenn man mal so möchte. Wir schauen natürlich jetzt auch nochmal unten. Hinweise, Impulse und Tendenzen. Schaut mit mir unten rein. Also, schau, was gibt es denn da bei ihm? Einen süßen kleinen Paarchen, einen Bären. Und einen Park. Das ist ja wunderbar. Page der Münzen, das ist etwas Nutzen, also eine Chance. Ich sehe hier ganz viel Energie in Bezug auf eine neue Chance. Neue Chance, neue Chance, neue Chance. In den Tendenzen, was jetzt in der nächsten Zeit passiert, glaube ich, nutzt er diese Chance, die er sich hier oben ausmalt. Weil der Bär, das ist auch die Kraft, die Stärke, das ist die starke Bindung, das ist auch das Selbstbewusstsein. Also ich glaube, dass er in dieses Selbstbewusstsein kommt, dass jetzt hier mal auf jeden Fall eine Kontaktaufnahme erfolgversprechend sein könnte, weil der Park, der da noch dabei liegt, das ist die Karte in der Liebe für eine offizielle Partnerschaft. Also haben wir hier schon mal sehr, 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 sehr gute Energien. Der Patrick, der liegt schon wieder irgendwie mitten im Weg rum. So, machen wir es einfach so. Und natürlich wollen wir jetzt auch mal bei dir schauen, was ist denn da in der nächsten Zeit so zu sehen? Aha, das ist die Rückkehr, das sind die sechs der Stäbe und da sind die Vögel, das ist Aufregung und das sind die Blumen, das ist die Harmonie und das Wachstum. Also, ich glaube, stehen aufregende Zeiten bevor bei dir. Aufregung muss ja nicht immer schlecht sein. Aufregung muss ja nicht immer furchtbar sein. Es gibt ja auch schöne Aufregung. Weil wenn ich hier unten sehe, dass er diese Chance da oben wahrscheinlich bald nutzt, dass er hier mit seinem Selbstvertrauen so weit ist und sagt, ja, jetzt vertraue ich mir selber, dass ich diese Partnerschaft führen kann. Ich habe ganz viel für mich geregelt, ganz, ganz viel erkannt, in Bezug auf eine offizielle Partnerschaft. Dann ist in deiner Energie, in den Tendenzen hier mit den sechs der Stäben auch, ja, das ist eigentlich, was ist das, die Glückskarte, das ist eben eine positive Rückkehr, also es kommt jemand zurück, das wird aufregend, weil die Blume natürlich auch Selbstwert, Selbstliebe, Harmoniewachstum, Aufmerksamkeit und Komplimente sind. Also von daher kann ich dir schon sagen, dass in der nächsten Zeit so einiges passieren wird, was ihn angeht, diese Erkenntnis, ja, oh mein Gott, ich komme ja gar nicht von ihr los, ist hier der ausschlaggebende Punkt im Deck. Also wenn er sich von dir zurückgezogen hat oder Funkstille ist oder ist es gar Schluss, dann hat er gerade eben schon seine liebe Not von dir abzulassen energetisch und irgendwann gibt man auf. Und wenn man aufgibt, kommen Ideen wie, hey, Moment mal, die Chance auf Glück und Liebe ist ja da, die Gefühle sind da, ich hatte jetzt den Einfall und die Idee und diesen Geistesblitz, ja, dass hier die höchste Liebe ist, ich lass mal meine eigene Maske fallen, hab genug Selbstvertrauen, diese starke Bindung ist da für eine offizielle Partnerschaft. Also ich glaube, dass hier in der nächsten Zeit was passieren wird. Ich hoffe natürlich, du bist jetzt hier in Resonanz gegangen oder konntest dir ein bisschen was rauspicken. Wenn es gar nicht gepasst hat für dich, gar nicht gestimmt hat oder du sagst mal, dein Thema ist ein ganz, ganz anderes. Das ist jetzt vielleicht auf YouTube gar nicht so erschienen oder du sagst, ja, ich möchte es doch auch gern mal für mich persönlich wissen. Ja, momentan Wartezeit geht eigentlich paar Tage, wenn du ein persönliches Reading möchtest zu deiner ganz persönlichen Situation, melde dich gerne. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox. Ich freue mich auf deine Nachricht und dann freue ich mich, wenn ich dir helfen darf. Na? Also, aber ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Samstag, viel, viele schöne Momente. Viel, viel Licht und Liebe. Bleibt gesund, seid lieb zueinander. Nehmt das Leben nicht so ernst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.